Und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty. Ja, genau, doch, Call of Doom. Ich wollte das Call of Doom sagen und dann dachte, nee, heißt doch Call of Duty. Wollte ich Call of Duty sagen? Nee, ist doch Doom. Alles gut. Ja, egal. Willkommen zu Call of. Wow. Willkommen zu Call of Doom Episode 1 Map 4. So, goddammit. Ist einfach zu warm. Das ist das Schöne bei dem Wetter, egal wie man verkackt, man kann alles aufs Wetter schieben. Ist das nicht herrlich? So, Command Control. Klingt ja fast wie Mentor. Komm, ich nehme mal mit. Da haben wir, ne? Da haben wir schon Defizit. Den Backpack lassen wir aber erstmal da. Ach, warte, komm, ja, damit. Vergesse ich später eh nur wieder. Halt, hier nehmen wir unsere schöne Geschalldämpfte Waffe. Wow. Hallo? Danke. So, erstmal wieder so aufgeräumt. Wer macht denn hier so einen Lärm, sag mal? Vor allem, wie gesagt, schön, dass die absolut nichts mitbekommen. Die stehen da einfach um den, bricht die Welt aufeinander und die einfach so, ach, welch schönes Wetter heute. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Lärm gemacht. Ja, er überlebt natürlich trotzdem. Arschloch. Aua. Aua. Hallo? Alle Römer weg? Oh, hier waren sogar welche. Ja, schau mal nach, guck. Wo kommt die denn her? Uah. So, hätten wir den Bereich schon abgeschlossen. Ab zum nächsten. Oh, jetzt habe ich die hier aufgespült. Boah, Alter, jetzt bin ich taub. Oh. Brr. Dass die immer so einen Krach machen müssen, diese Fässer. Die Post ist da. Warum auch immer in solchen Fässern Munition drinnen liegt, ich verstehe das nicht, aber ein schönes Gimmick. So. Alle weg. Jawoll, das ist nämlich die eine von den Waffen, die ich halt geil finde. Die erste richtig gute Waffe für Slot 6. Die andere hier ist halt auch gut, ne? Das sind meine beiden Waffen, ja, die ich auch letztendlich haben möchte. Finde ich ganz geil. So, hier waren wir. Ja, dann müssen wir noch hier rein. Haha. Sehr schön. So, hier nehme ich am besten mal meine Schroti. Ich habe nicht gespeichert? Ja, leck mich am Arsch. Conny! Wow, Bunny. Konnichiwa! Digga! Heimt jetzt hier.
geht denn hier ab? Meine Güte, da muss ich jetzt schon aber nicht den Vertrag. Die tun mir ja weh. Guck mal. Unsere ganz so schöne Rüstung ist weg. So viel zu dem Thema. So, das kannst du bitte nochmal. Aha. Bleib bitte hier. Konnichiwa. Ja, das hier, das ist halt so ein Bereich, da muss man tierisch aufpassen, dass die Tür nicht hinter einem zugeht und man den versucht rauszugehen. Das wäre eher schlecht. So, hätten wir das auch geschafft? Yay, yeah, lass uns mit dem Kopf Fußball spielen. Nice. Hier schon wieder die Fässer. Ach so, ja, wenn man übrigens die Waffe angelegt hat, dann kann man nicht das Nachtsichtgerät an- oder abnehmen, was logisch ist, weil, okay, ich meine, in der Grafik hat man auch so die Waffe mit zwei Händen, aber spätestens wenn man eine Waffe angelegt hat, nutzt man ja immer beide Hände. Und mit, wenn man zwei Hände bereits an der Waffe hat, kann man nicht noch die dritte Hand nehmen und damit das Nachtsichtgerät, ne? Also darin begründet, ja, kann man, wenn man so ist, das Nachtsichtgerät weder aktivieren noch deaktivieren. So, gutchen, haben wir soweit hier eigentlich auch alles? Sehr gut. Sei doch selber. Geronimo! Habt gehört, das hat weh? So, sehr schön. Halt, da. Gut, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch zu diesem Artikel da gehen. Wobei ich nicht weiß, ob sich das lohnt. Egal, wir machen es trotzdem. Dafür ist es ja da. Oh, wir haben C4 bekommen.
Ich habe C4 ehrlich gesagt noch nie benutzt. Was? Es gibt übrigens auch noch andere Sachen. Zum Beispiel gibt es auch hier Satellitentelefone. Damit kann man Verbündete rufen, die einen dann auch über die Maps hinweg begleiten. Richtig starke und richtig süße. Ja, auch weibliche Charaktere, Anime angelehnte Charaktere. Und man kann, wenn man eine relativ große freie Fläche hat, so wie hier zum Beispiel, kann man sich sogar einen fucking Hubschrauber rufen. Ist natürlich alles durch dieses Survival-Patch, was ich jetzt benutze, natürlich alles deaktiviert. Das heißt, das gibt es jetzt nicht. Aber wer direkt Call of Doom spielt, der wird früher oder später dieses Satellitentelefon in die Hand bekommen. Und ja, das macht schon eine Menge Spaß. So. Fehlt noch irgendwas? Nee, ne? Eigentlich haben wir jetzt alles. Na dann, ab ins Ziel. Mehr fehlt uns nicht, mehr brauchen wir nicht. Wir sind bedient. Oh, Alter, ich liebe dieses Hintergrund, dieses. Ja. Geil. Okay, ja. Bis dann.